packen an, wo die Not am größten ist. Sie helfen ehrenamtlich, wo andere wegsehen. Der Teltow-Kanal stellt sie vor, ihre Lokalheldinnen und Lokalhelden. Mozart, Brecht, ukrainische Lieder und jede Menge Malerei. Am 8. Mai fand im Atelier im Mattauschhaus in Teltow ein ganz besonderes Konzert statt. Heute habe ich eingeladen zu einem Benefizkonzert. Ich habe, wie viele andere Menschen, haben wir natürlich geguckt, dass wir ukrainischen Familien helfen können. Und ich habe mein Elternhaus sozusagen habe ich gerade vermietet an eine ukrainische Familie, Vater, Mutter, Tochter mit Enkeltochter. Und dann stellte sich bei einem Abendessen heraus, dass sie Klavier spielt, die Mutter. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dann nahm sie meine Brechtnoten und spielte dann ganz super Brecht. Und dann kam mir die Idee, Mensch, machen wir doch ein kleines Benefizkonzert. Und die trägt er im Gesicht. Etwa 30 Gäste lauschten den Klängen der Musikerinnen. Doch die gute Stimmung konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Anlass der schreckliche Krieg in der Ukraine war. Diese Menschen sind ja auch, die kommen ja nicht aus Freude her. Sicherlich ist schönes Wetter und wir haben ein bisschen Urlaubsfeeling. Aber im Endeffekt ist es eine Flucht. Und eine Flucht heißt, es zerstört alles, wenn du Pech hast, was du dir aufgebaut hast in deinem Leben. Und danach, oder du kommst mit einem Koffer, allein die Vorstellung, du kommst mit 2, 3 Sachen hier anspaziert. Und das ist nicht lustig. Nein. Irina Udovic ist mit ihrer Tochter Eleonora, ihrer Mutter Natalia Czala und ihrem Vater Volodymyr aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Deutschland geflüchtet. Nach einem kurzen Zwischenstopp in einer Sammelunterkunft in Potsdam freut sich die junge Mutter jetzt aber über die leidenschaftliche Hilfe ihrer Gastgeberin. Самое главное, Frauke дала нам крышу над головой, где жить. Она помогает Эли с рисованием, она помогает нам по поводу всех консультаций служб, куда нам нужно сходить, как нам найти школу, где находится школа. Also zunächst einmal, das Wichtigste ist eben das Dach über dem Kopf, und Frauke kümmert sich aber auch um alles, was sonst jetzt zu erledigen ist, also bürokratische Angelegenheiten, aber sie malt auch zum Beispiel mit ihrer Tochter, was auch sehr schön ist. Malen, musizieren und auch bald zur Schule gehen, allein das Mitgefühl, aber auch energische Hilfsbereitschaft machen es möglich, den Geflüchteten fern der Heimat ein würdiges Leben zu ermöglichen. Also die erste Regung bei meinem Mann und mir war, was wäre, wenn wir auf der Flucht wären? Was wäre das Schönste, was uns passieren könnte, wäre, dass jemand die Tür aufmacht und sagt, hier könnt ihr wohnen. Und das war der Umstand, dass wir gerade das Haus meiner Eltern quasi renoviert hatten und überlegt haben, dann öffnen wir das für eine ukrainische Familie. Die Familie Schaller heißen die. Und insofern haben wir das dann auch gemacht, weil ich dachte, wenn ich auf der Flucht bin und ich... komme ich auf mein Lieblingsthema Brecht, da habe ich mich sehr genau mit seinem Exil beschäftigt und da bekommt man mit, was das bedeutet, ein Zuhause zu haben und Unterstützung zu haben. Alle an diesem Tag gesammelten Spenden kommen der Ukraine zugute. Ситуація з війною зараз в активній фазі, вона не закінчилась. Возвращатися опасно в Київ, і Кличко не рекомендує возвращатися тим, у кого є можливість залишитися в інших країнах. Also die Kriegssituation ist so, dass man eigentlich noch nicht davon ausgehen kann, dass man zurück in die Heimat kann, zurück nach Kiew kann. Und Klitschko hat auch uns das so erklärt, dass er das zurzeit nicht empfiehlt. Die Situation in der Ukraine wird seit Ende Februar vom Krieg bestimmt. An eine Rückkehr in die Heimat ist für Familie Udovic und Czala deshalb vorerst nicht zu denken. Doch dank der engagierten Hilfe von lokalen Heldinnen wie Frauke Schmidt-Teilig kann die Familie, wenn auch fern der Heimat, ein Leben in Sicherheit führen.